In den letzten Jahren sehen wir, dass die optische Messtechnik die taktile Messtechnik mehr und mehr verdrängt. Das ist besonders bei Gussbauteilen so, bei der Inspektion von Blechbauteilen, Kunststoffteilen, aber auch bei additiv gefertigten Bauteilen. Und das liegt daran, dass man mit optischen Verfahren in sehr kurzer Zeit viel mehr Produktqualitätsinformationen sammeln kann. Das hilft einem nicht nur dabei, die Probleme zu erkennen, sondern auch zu analysieren und auch zielgerichtet die Probleme zu beheben. Damit ein Bauteil komplett erfasst werden kann, muss der Sensor aus unterschiedlichen Richtungen auf das Bauteil schauen. Und dann ist es natürlich naheliegend, wenn man dafür einen Roboter benutzt. Ein Roboter ist sehr viel schneller, dabei die Messposition einzunehmen. Und das heißt, man entlastet den Bediener von dieser Arbeit. Der kann sich dann darauf konzentrieren, die Analysen durchzuführen und Hilfestellungen zu geben an die Produktion, was man verbessern könnte. Das Problem dabei ist, dass solche roboterbasierten Lösungen für viele Kunden zu kostspielig sind. Und deshalb möchte ich eine neue Lösung von GOM vorstellen, den GOM ScanCobot. Der GOM ScanCobot ist eine kostengünstige Einstiegslösung in die Welt der automatisierten Messtechnik. Das System besteht aus einem Athos Core-Sensor, der auf einem kollaborierenden Roboter befestigt ist. Und das Bauteil befindet sich auf einem motorisierten Drehtisch. Und die ganzen Komponenten sind in einem sehr kompakten Modul integriert. Das hat unten drunter Rollen, das heißt, man kann auch mobil das an die unterschiedlichen Einsatzorte bringen. Und die Bedienung ist sehr einfach. Das ist wie bei den anderen Scanboxen auch, benutzen wir den virtuellen Messraum, den VMR. Man muss hier einfach nur die CAD-Daten des zu prüfenden Bauteils einladen mit dem zugehörigen Prüfmerkmalsplan. Und dann berechnet die Software auf Knopfdruck die notwendigen Sensorpositionen und auch den dazugehörigen Roboterpfad. Alles vollautomatisch. Es ist also nicht notwendig, dass man jetzt mit dem Roboter-Teach-Panel umständlich den Roboter programmieren muss. Und man muss dann auch nicht den Roboter an irgendwelche gewünschten Sensorpositionen hinziehen, sondern das erfolgt alles über den virtuellen Messraum. Dazu kommt dann noch die sehr starke Athos-Sensortechnologie, also hohe Messauflösung, hohe Messgenauigkeit und das dann in Verbindung mit dem weltweit angebotenen Training, Service und Support. Wer bereits einen Athos-Core besitzt, der kann natürlich auch ganz einfach den GOM ScanCobot nachrüsten. Mit dem GOM ScanCobot wollen wir unsere Kunden jetzt in die Lage versetzen, nicht nur die Prozesse zu überwachen, sondern auch die Qualität aktiv zu gestalten.